Hey Leute und herzlich willkommen in Hagenstedt zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, lang ist es her, fast ein halbes Jahr, seitdem wir das letzte Mal irgendwas hier gemacht haben. Jetzt sagen sich echt alle, hey, warum bringst du jetzt noch irgendwas zum Ende des 2013? Es kommt doch eh bald LS 15 raus und. Ja, in einem Monat ist es soweit. 30. Oktober 2014 kommt der Landwirtschaftssimulator 15 raus. Nicht mehr 2015, einfach nur noch 15 nennen sie ihn. Und ja, ich möchte bis dahin, ich werde mir natürlich sofort holen dann. Dann gibt es auch einiges auf dem Kanal hier dazu. Und ja, bis dahin möchte ich ein paar Mods vorstellen, damit ich euch schon wenig einstimmen kann darauf. Ich werde dann auch einige Mods selber wieder schreiben, wie letztes Mal. Beim LS 2013 ist jetzt auch schon fast wieder 2 Jahre her. Aber ja. Ich habe auf YouTube angefangen mit Landwirtschaftssimulator und habe Erfolge gefeiert damit. Und ich möchte euch jetzt ein paar Mods einfach vorstellen noch in der nächsten Zeit. So, jetzt sind wir beim Händler. Und ich habe ein paar Mods installiert, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar, wir kaufen uns mal schnell, ich habe mir natürlich ein bisschen Geld gecheatet, sieht man schon. So, wir kaufen uns den Bührer, mein Lieblingstraktor. Und dann kaufen wir uns diesen Anhänger. Was ist kein Platz mehr? Fahren. Ist doch noch genug Platz. So, dann fahren wir mal kurz weg mit dem. So, jetzt. Was? Okay, da scheint ja anscheinend schon irgendwie einen Fehler entdeckt zu haben. Der ist so groß, dass man ihn nicht kaufen kann, dieser Anhänger. Das ist ja nicht. So, jetzt müssen wir aber eindeutig genug Platz haben. Okay, gut. Dann werde ich mich mit dem Motor noch in Verbindung setzen und mal sehen, ja, ob wir da irgendwas machen können, denn wenn man den nicht kaufen kann, obwohl ja gar nichts steht, dann ist er wohl oder überall ein Fehler. Und es ist ein sehr neuer Mod, dieser Anhänger. Ist soeben rausgekommen, deshalb, ja, ich stelle immer die neuesten vor. Dann versuchen wir es einfach mit diesem Anhänger, der geht aber auch. Also wir sehen ja schon mal, sieht eigentlich ziemlich groß aus, so eher für große Betriebe geeignet wahrscheinlich. Was ich geil finde, sind vor allem die hier, die Felgen. Oder auch, ja, Räder hier. Die Stone. Hab ich zwar noch nie gehört, aber auf jeden Fall, die Texturen sind sehr gut, die sind auch hier noch. Obwohl auch noch bei Krüger ein bisschen Werbung machen da. Das ist auch sehr geil gemacht hier. Hier musst du auch fahren, klar, oder? Ja, dann setzen wir das mal kurz in Verbindung mit unserem Büro hier. Holen wir den mal ganz kurz. Der würde eher dazu passen, oder? Also. Der steht direkt hier. Ist auch recht geil, ihr könnt auch mal sehen, der hier schreibt auch exklusiv für Forbidden Mods. Also, ja, aufpassen. Ist auch noch sehr neu. Ja genau, gleiche Reifen. Sieht man schon, gehört wahrscheinlich auch hier dazu. Sehr geile Texturen auch hier gemacht, ziemlich hochwertig. Und darauf kann man auch Wert legen. Mal sehen, was der für einen Speed drauf hat. Wir sehen auch hier Numpad 4. Ist der ein Nebelwerfer? Ah, geil. Numpad 6 ist der Hochscheinwerfer. Ah, der von hinten natürlich. Das ist geil gemacht. Muss ich schon sagen. So, der müsste jetzt funktionieren eigentlich. Mal sehen. Jawohl, der geht. ja, so weit nach hinten müsste ich jetzt nicht fahren. So.
Ja, das hat funktioniert. Dann würde ich sagen, lasst uns mal fahren. Ja, der hat schon ein Tempo drauf. Oh, der hat auch noch eine Rückkehr, wie man ja sieht, wo man einfach nach hinten gucken kann. Ist natürlich auch immer wieder gut. So. Ja, ich glaube so 65 wird er locker hinkriegen. Oh ja, es sieht geil aus hier so von der Seite. Oh ja. Das ist echt ein guter Ort. Kann ich nur empfehlen. Links natürlich in der Beschreibung, falls ich es nicht vergesse, sonst so in euch bitte an. Findet ihr alle Mods auf Motors übrigens. Ich lade immer die neuesten runter. So, findet ihr mal. Keine Ahnung, wie viel da drin Platz hat, Moment. Das steht bestimmt hier. 61.000 Liter. Also für diesen Preis ist es relativ gut, würde ich jetzt mal behaupten. Ich dachte, das Scania 132.000 ist ja nicht wenig, aber. Ich glaube, der hat schon seine Power. Ja, dann würde ich sagen, war es das von dieser Mod-Vorstellung. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder. Und übrigens, Hexit kommt natürlich auch, wie immer. Also, ja, Minecraft hat nicht aufgehört. Mod-Vorstellung möchte ich jetzt nur zwischendrin bringen. Und Hexit wird dann alle 3 Tage kommen. Nur so zur Info, muss jemand interessieren. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.